Wir von Busch und Schinnerl, wir beschäftigen uns bereits seit über 20 Jahren mit der Entwicklung von Kompostwendemaschinen. Vor 4 Jahren sind wir auf die Idee gekommen, überhaupt eine selbstfahrende akkuelektrische Kompostmaschine zu entwickeln. Und da sind wir sehr schnell auf die TU Graz gestoßen. Da haben wir schon viele Vorprojekte gemacht mit der technischen Logistik von der TU Graz. Und dann sind wir auf die Geodäsie gestoßen. Ich habe dann im August 2019 den Professor Manfred Wieser angerufen. Der war sofort Feuer und Flamme und wir haben dann ein großes Forschungsprojekt mit Namen Anton und Andrea auf die Beine gestellt und sind damit wieder sehr erfolgreich. Jetzt sieht man das Ergebnis, eine selbstfahrende Akku elektrisch betriebene Kompostwendemaschine, die hier bereits im Regelbetrieb bei der Firma Sonnenerde ihre Arbeit verrichtet. Zu dem Zeitpunkt, als uns die Firma Busch und Schinnerl uns von der TU Graz das erste Mal kontaktiert hat, war zumindest mir überhaupt nicht klar, was ein Kompostwender ist. Während des ersten Telefonats stellte sich allerdings heraus, welch gigantisches Potenzial hinter dieser Projektidee steckt, sowohl aus Anwendersicht als auch aus wissenschaftlicher Sicht. Wenn der Kompostwender autonom fahren soll, sind 3 Dinge wichtig. Zum ersten muss er wissen, entlang welcher Route er fahren soll. Wenn Sie in Ihr Auto einsteigen und von A nach B fahren möchten, geben Sie die Zieladresse im Navi ein und die Route dorthin wird automatisch für Sie berechnet. So ein Navi für Kompostwender gab es aber bis dato nicht. Wir haben deswegen eine Methode zur Routenberechnung speziell für Kompostwender entwickelt. Und der zweite wichtige Aspekt, wenn der Kompostwender autonom entlang der berechneten Route fahren soll, muss er zentimetergenau wissen, wo er sich gerade befindet. Und das Ganze sollte robust sein. Das heißt, wir können uns nicht nur auf einen Sensor verlassen. Wir verwenden daher eine Kombination aus satellitengestützter Positionierung, unter anderem mit dem europäischen System Galileo und anderer Sensorik. Und nun zum dritten spannenden Forschungsthema. Der Kompostwender muss natürlich auch gesteuert werden, damit er der vorgegebenen Route folgen kann. Bei kettengetriebenen Fahrzeugen ist das gar nicht so einfach. Daher wurden vorab Simulationen durchgeführt, bevor die Regelung auf der Kompostieranlage getestet wurde. Zu guter Letzt musste das System am Kompostplatz getestet werden. Alle Komponenten haben hervorragend zusammengespielt und es ist wundersam, um nicht zu sagen respekteinflößend, wenn man sieht, wie der Kompostwender autonom über den Kompostplatz fährt. Wir bei Sonnenerde sind stolz darauf, bei so einem innovativen Forschungsprojekt dabei sein zu dürfen. Durch den batteriebetriebenen, autonom fahrenden E-Wender können wir unsere Produkte nochmals nachhaltiger und vor allem auch qualitativ hochwertiger herstellen. Und genau diese Effizienz- und Qualitätssteigerung hat bei uns immer höchste Priorität.